zeigte, wenn man von einzelnen Filmteilen oder auch vom Gesamtbild natürlich auch die Helligkeit dann verstellen kann. Wenn ich mir einen einzelnen Filmteil auswähle, nehmen wir an diesen hier zum Beispiel, könnte ich die Helligkeit verstellen. Machen wir einen Doppelklick, dann werden wir dann die Eigenschaften hier zum Beispiel mal eingeblendet. Wenn ich auf Visual Effekte aber dann gehe, habe ich wieder andere Dinge, die ich dann mir anschauen kann. Siehst du, wenn ich hier drüber fahre, bestimmte Effekte. Interessieren Sie in diesem Video jetzt aber hier mal nicht, sondern ich gehe auf Helligkeit. Und hier kann ich die Helligkeit dann dieses Videos dann verstellen. Ich kann es sehr hell machen oder extrem dunkel machen. Kann es dann dementsprechend dann anpassen, wo ich meine, dass das passt. Das mache ich dann eindeutig immer zu hell. Und diese Helligkeit, diese extreme Helligkeit bezieht sich aber nur auf den Teil des Films, den ich mir ausgewählt habe. Wenn ich den gesamten Film auswähle, würde der gesamte Film dann dementsprechend so hell sein. Ich gehe jetzt nochmal hierher, wähle diesen Filmteil aus, gehe wiederum auf visuelle Effekte, auf Helligkeit und stelle es mir dann wieder ein, wo ich mir meine, dass es dann passen könnte. Das zur Helligkeitseinstellung.